Hallo. Ich habe jetzt einen Discord-Server. Wir haben heute einfach in der Einreise getrollt. Das ist ziemlich lustig geworden. Ich habe da was zusammengeschnitten. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Video. Komm auf Prime. Was, Prime? Einfach nur Prime, Prime. mach Prime. RP-Einreise mit Core. Okay, geil. Gender Man. Mann, da, Oh, Bruder. fuck. Wollt ihr mich verarschen, Junge? Ich sehe nichts. Dankeschön, Jungs. T-Shirt schon einfach nichts aus. Oh. Oh, Pants, ich sehe nichts. Schuhe auch an. Was finde ich? Weil ich nichts sehe. Oh, sieht so scheiße aus. Bist du der bei den Supportern gerade? Könnt ihr mich hören? Sehe ich gut aus? So, würdet ihr mir IC geben oder wie ist das? Ist doch geil, wie davon nicht reden. Lass in Kleidungsladen gehen. Wieso könnt ihr nicht reden, Digga? Ehrlich. Hallo? Kannst du reden? Hallo? Ja, ich kann reden. Hallo, kann ich Wie reden? geht's dir? Gut, dir? Ja, auch gut. Was machst du? Was machst du? Ich wechsle gerade meine Klamotten, ja. Wie geht das? Drücke einfach E und dann kannst du die Klamotten wechseln. Geil! Digga, wessen Arm ist das vor mir, ja? Bro, kannst du mir kurz sagen, was ich anhab? Antworte ihm einfach nicht. Ja, mach ich auch so. Welcher bist du? Der mit dem Blauen? Naja, okay, lass einreisen. Einreises. Bro, wir Deine Freunde kommen wollen mit Einreise, oder einreisen. was? Dann warte ganz kurz vorne, ich bring kurz jemanden. Dauert einen Moment. Okay. Letzter ist schwul. Nee. Ja, hier ist sein Vater. Schau mal, was er da unten Hä? macht. Er kann die Treppe nicht hochgehen, der Was Idiot, war Digga. das? Was machen die da unten? Lass mal runtergehen, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Okay. Komm mit. Bruh. Der ist Hallo? verschwunden. Da, hallo? Hallo, Bre, hallo. Bra, hallo, Bra. Ich muss selber einreisen. Kann man einreisen bei dir? Oder geht das nicht? Ich muss selber einreisen. Aber kannst du uns einreisen einfach? Mach mal Nein, bitte. nein, ich muss es selber machen, Bro. Ja, aber mach doch schnell einfach. RDM, einfach Leute abschießen, VDM, Leute einfach umfahren und so. Metagaming, wenn man wenn man OC-Sachen IC benutzt. So, jetzt lass uns durchkommen. Lass, komm. Oder komm, oder kurz Gespräch, 5 Minuten. Wir stellen uns von hinten so, nimmst uns an. Und so. Hallo, wir würden gerne einreisen. Digga, voll tot. Sollen wir ihn schlagen einfach? Lass ihn schlagen. Einreise machen, bitte. Bring es Bitte, nicht zum bitte Eskalieren Einreise mit machen, bitte, dir. Einreise. Bring das bitte nicht zum Eskalieren mit dir hier. Vom Wort Was die Waffe. machst du? Was machst Digga, du? hör doch auf. Bist du Modder? Jetzt damit. Ich bin tot mit einem Schlag. Scheiß Modder, Mann. Drück mal F11. Ich wurde gebannt. Der Typ da hinten, der hat eine Waffe gehabt in der Einreise. Wie geht das? Aber er, Du weil. warst schon mal eingereist, richtig? Ja, Bro, ich lasse ihm doch gerade dieses Customs-Screening Ach, gegeben. das stimmt, ja, Und stimmt, jetzt ja. RDM, der meinte so Ist ganz das halt, ein lass Einreises RDM-Ding machen und jetzt? so. Hat irgendwie gesagt, Aber RDM, du hast eine VDM Waffe und sowas. gehabt, oder? Du hast eine Waffe gehabt, ist ja. Ja, weil ich Ey, ich schon bin schon davor offiziell eingereist. gespielt habe. Aber soll ich das riechen, Bruder, dass die Leute nochmal einreisen müssen? Das weiß ich ja nicht. Deswegen bist du mir ganz näher gelaufen und hast gesagt, ja, oh, Einreises machen, Schießes, Einreises, RDM, Wo habe VDM ich sowas. Schießes gesagt, Digga? Oh mein Digga, Gott! Könnt ihr meinen Kollegen denkst jetzt entbannen oder wie ist das, Digga? Wieso bannt ihr den einfach? Ass Rework kann wieder drauf. Okay, danke dir. Ich bin genau da, wo du bist, aber du bist einfach nicht da bei mir. Bist du das? Nein. Hallo, Hermano! Wie geht es dir, Hermano? Sehr gut, Amigo. Wir können dir helfen. Juckt mich eigentlich gar nicht. Boah, du bist so krass, Digga. Mit deinen Flossen, Digga. So krass, Mann. Willst du einreisen? Juckt mich eigentlich gar nicht. Ja, das darf man nicht, da darfst du nicht runter, hallo. Das darfst du gar nicht. Bro, Mann, ich war schon hier, Mann. Warum bist du dann aber so hässlich, wenn du schon mal drin warst im Spiel? Schau mal in den Spiegel, ey. Ist das IC hier die Einreise oder wie ist das? Ja, Bro, du wirst safe nicht schaffen. Ja, wieso? Wieso ist das ein guter Server? Bro, du bist maximaler Lost, ne? Bro, benimm dich mal, schau mal, wie du aussiehst, mal mit deinen Flossen. Glaubst du, irgendwer lässt dich hier rein, ne? Können wir so eine Probe, Abfrage machen, so Probe-Einreise einfach? Dass du mich abfragst und ich sage dir so die Regeln und so, dass ich vorbereitet bin. Bro, was für Regeln, Mann? Hier kommt eine Situation dann, Mann. Keine Ahnung, was du bekommst. Das ist immer anders. Ach so, also die fragen nicht so, was ist RDM, was ist VDM. Kann sein, weiß ich nicht. Bro, was für Regeln, Mann? Hier kommt eine Situation dann, Mann. Bruh. Ich mache gerade so eine WhatsApp-Gruppe für Leute, mit denen ich RP spiele. Hast du Bock dabei zu sein? Also in Real Life so WhatsApp. Bro, ich bin Cop, Mann. Was für Gruppen, Mann? Ja, dann kannst du uns doch helfen. So, du kommst einfach rein und dann schreiben wir in die WhatsApp-Gruppe einfach rein, was passiert so im RP. Das hilft uns doch. Du weißt schon, dass das Ding Meta ist. Also, nee, Meta ist eigentlich, die meinen so Discord und sowas. Bei WhatsApp geht das. Bro, was bringt denn eine WhatsApp-Gruppe, Mann? Ich meine, in welchem Jahr bist du gefangen, Bro? Hey, einfach mit den Leuten reden über WhatsApp. Was ist denn dein Problem jetzt? Wir können dann Bro, Videoanrufe machen und so, wie wir draußen schön Döner essen und sowas.
Was für draußen chill Döner ist. Ja, vielleicht kann man sich ja mal treffen, wenn man später eine Bindung aufbaut und so gut ist miteinander, so weißt du? Sprichst ja nichts dagegen eigentlich. Keine Ahnung, Bro. Du kannst auch deine Freunde einladen, so. Das ist kein Problem, wir haben genug Platz. Es gibt ja mittlerweile Gruppen mit 500 Leuten und so. Wir sind schon 7 Leute. Nee, Bro, ganz ehrlich. Du kannst auch einfach einen neuen WhatsApp-Account machen, so, und dann... Bro, es geht mir nicht um die Nummer, Mann. Wir können auch über Facebook oder so, oder E-Mail. Du kannst einfach so schnell eine E-Mail erstellen. Bro, ich fühle keine Bindung, Mann. Hä? Aber wir binden uns ja nicht, wir spielen nur RP. Also wie gesagt, drück einfach deine Nummer ab. Wir können auch über Insta schreiben und so zuerst, wenn du sagst, WhatsApp ist ein bisschen zu privat, weißt du? Wir können uns da gegenseitig so Memes schicken und so auf Insta. Und vielleicht sagst du dann, boah, der ist sympathisch, wir haben den gleichen Humor und so. Hast du keine lustigen Memes so? Schickst du das dir nicht mit deinen Freunden, so Memes und sowas? Natürlich, Bro, aber du kennst nicht unsere Memes. Das sind keine Memes, das sind abgefuckte Sachen, deswegen... Sag mal dein Insta, ich schick dir ein Meme und dann schickst du mir welche zurück. Ich schreib dich an, du schickst mir einfach Memes, so welche. Bist denn immer für ein Landsmann? Türke, Bro. Bin Kurde, Bro, ne. Übelst cringe, Bro. Übelst cringe. Wir können in die WhatsApp-Gruppe auch Memes schicken, so. Wir müssen nicht nur Metagaming machen in der Gruppe, so, weißt du? Wir können auch Memes reinschicken, YouTube-Videos und so. Wie heißt du auf Insta? Hörst du mich? Hast du Bock auf eine WhatsApp-Gruppe für Leute, die RP machen und so? Oh, mal gucken, ne? Was ist denn jetzt hier nur ein Fass? Ist hier ein Einreisebeamter oder so? Also ich mache eine WhatsApp-Gruppe für Leute, die RP spielen und ich hätte dich gern dabei, weil du bist sympathisch und so. Gib mir einfach deine Nummer, also deine echte Nummer und dann mache ich dich rein in die Gruppe. Wir schicken uns da mal so Infos rein über den Server und was gerade passiert und sowas, weißt du? Damit wir so im Vorteil sind. Ja, ist das nicht eher Meta? Achso, nee, Bro, Meta ist nur Ding, Discord, Teamspeak, also alles, was auf PC so ist, diese OOC-Infos, meinen die damit Meta? Weil WhatsApp ist ja normale Nachrichten, so. Wir können ja auch zwischendurch so Memes schicken und sowas, damit wir mal einen Lacher haben, so, weißt du? Und dann schreiben wir uns so Guten Morgen und sowas, wenn wir aufwachen. WhatsApp ist eigentlich auch Meta, ne? Und bevor wir schlafen gehen, machen wir so Gute-Nacht-Geschichten. Wir rufen uns einfach über FaceTime an und dann reden wir so, weißt du? Verstehe. Hast du E-Mail? Hast du eine E-Mail-Adresse? Ja. Also die kannst du mir auch geben, dann schicken wir uns E-Mails zu. Also für die Infos im RP. Nee, danke. Facebook? Benutzt du das? Facebook? Ja. Ja, dann können wir auch über Facebook machen, so, weißt du? Nee, danke. Okay, der Herr. Tatsächlich, ich bin gerade hier, um einen Patroller zu finden und sie sind tatsächlich durch den Test durchgekommen. Okay. Das heißt, sie gehen jetzt schon mal runter einmal, ich komme gleich nach, ja. Ich warte auf den nächsten, der reinkommt. Und die Einreise machen wir dann gleich, ja? Salver, ich bin am Flughafen irgendwie. Ja, wir hatten ein Update auf dem Server tatsächlich. Und deswegen musst du jetzt deinen Char nochmal machen. Moment, Salver, ich habe gerade hier jemanden vor mir stehen. Geh mal in Support mit Erdjaro, der holt dich gleich rein. Dann erzählst du, ja, ich muss mein Char neu machen und so. Ich war schon eingereist, der holt dich dann, ja? Hermano, ich glaube, so passt mein Ausland eigentlich, finde ich. Ja, aber du musst ja trotzdem raus teleportiert werden. Ah, okay. Deswegen, also mit Erdjaro einfach in Support. Gracias. So geil. YARRO. Okay, nicht falsch schreiben. Wenn du es falsch schreibst, dann holt er dich nicht. Der mag das nicht, wenn man seinen Namen falsch schreibt, weißt du? Okay? Si, Hermano. Digga. So geil. Dann wird Erdjaro in Support, bitte. Ich werde das nicht gecheckt, Digga. Okay, der Herr. Ich habe gerade mit der Leitung geredet. Sie müssen jetzt... waren Sie schon mal eingereist? Nicht, oder? Nein. Okay, dann müssen Sie im D-Funk mit Erdjaro in den Support gehen und sagen, dass Sie noch nicht eingereist waren und einen Einreisebeamten haben wollen, weil ich bin wirklich, wie gesagt, nur dieser Test-Trolling und so weiter. Einreise mache ich nicht. Deswegen einfach YARRO, also Erdjaro, und dann in den Support rein. Okay? Ah, okay. Digga, ist jetzt wirklich einer von denen mit Erdjaro im Support? Niemals, oder? Digga, nein! Schau Support, warte rum. Schau Support, warte rum, Digga. Junge. So geil.